Also, wir sind hier bei der Poster-Session, die sich mit den deutschsprachigen Postern auseinandersetzen möchte. Wir haben hier jetzt insgesamt 1, 2, 4, 5 Gruppen heute. Und es sind wirklich Gruppen mit teilweise 4 Teilnehmern, die wir auch eingeladen haben, nachher bei der Präsentation ruhig mit dabei zu sein. Ich mache das jetzt in folgender Reihenfolge. Wir fangen an mit Amanda Augustin und ihren Kollegen und Kolleginnen von Holy Hydra. Wir gehen dann weiter mit Ruth Istvan von der Stiftung Kirchenburgen, kommen dann zu Annemarie Kaschub von der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, kommen dann zu einer Masterarbeit von der TU Wien mit Frau Langner und Frau Lilje. Und wir enden dann mit Ingrid Müller und Stefan Meissner aus Lettland. Also fangen wir an mit der Amanda Augustin, Björn Büchner, Anna Friedinger, Bernd Himsel, Lorena Höllriegel und Klaus Retzniczek, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Bitte, Sie haben den Bildschirm. Hallo, ich Ja? bin die Amanda Augustin vom Kulturverein Hydra und Raumteiler aus Linz. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, wir sind ein sechsköpfiges Veranstaltungskollektiv, das aus der freien Szene kommt und sich viel mit Leerstand und insbesondere mit Zwischennutzung beschäftigt. Und daher sind wir immer auf der Suche nach neuen Orten zum Bespielen. Und kurz noch groß, genau. Und irgendwann haben wir uns mal gedacht, wow, das wäre ja super spannend, mal in einer Kirche eine Veranstaltung zu organisieren. Und ja, daraufhin haben wir ein Konzept entwickelt und uns auf die Suche nach einer passenden Kirche gemacht. Und unser erster Anhaltspunkt wäre eine leerstehende Kirche gewesen. Für die war das aber dann nicht möglich, leider, dass wir dort unser Konzept umsetzen. Wir haben uns dann aber schon so sehr in dieses Konzept verliebt und unsere Faszination für sakrale Orte weiterentwickelt, dass wir nicht aufgeben wollten und uns weiterhin auf die Suche gemacht haben nach einer Kirche, wo das möglich ist, und sind dann in einer noch bestehenden und regulär katholisch genutzten Kirche aufgenommen worden, der Jugendkirche Grüner Anker. Und die haben uns dann mit offenen Armen aufgenommen. Und ja, seit 3 Jahren jetzt organisieren wir einmal im Jahr die Holy Hydra, eine interdisziplinäre Veranstaltung an der Schnittstelle von Clubkultur, Religion und Gesellschaft. Und das Ganze ist ein zweitägiges Festival mit themenbezogenen Talks, zeitgenössischen Tanzperformances, elektronischer Musik und Live-Visuals. Und genau, im Zusammenspiel von Theorie und Praxis versuchen wir da in diesen 2 Tagen den sakralen Raum neu zu nutzen und neu zu definieren. Und unsere Kernfragen, die wir da versuchen, aktiv zu beantworten, sind einerseits natürlich, inwiefern können Kirche, Kunst und Kultur voneinander profitieren? Andererseits, was sind die Gemeinsamkeiten von Clubkultur und Religion? Und wie können Sakralräume wie Kirchen anderswertig genutzt werden? Also, das ist uns ein sehr großes Anliegen, oder es ist uns wichtig, das hervorzuheben, dass wir den Raum nicht einfach nur umnutzen, sondern dass wir eine zusätzliche Nutzung für diesen Raum schaffen. Und in der Kirche findet auch ganz regulär immer dienstags und sonntags noch ein Gottesdienst statt. Und in den Tagen dazwischen haben wir eben die Möglichkeit gehabt oder haben die Möglichkeit einmal im Jahr, den anders zu bespielen und eine zusätzliche Nutzung zu etablieren und so den bestehenden religiösen Kirchenraum für Menschen unabhängig ihrer Glaubenseinstellungen
als Orte der Kunst und Kultur und des Diskurses zu öffnen. Und genau, jetzt zeige ich noch ganz kurz unseren Trailer zum letztjährigen Festival, der gibt einen kurzen Einblick in unser Schaffen. Das halt einfach, weil uns taugt, dass wir in die Stadt eingreifen können, dass wir Orte beleben können oder dass wir Sachen, die es halt bei uns zum Beispiel in Linz nicht gibt, halt einfach machen, anstatt dass wir in eine andere Stadt ziehen, wo es mehr Angebot gibt. So, wir machen uns halt das, was uns fehlt, machen wir uns halt selber und viele Leute sind davon überrascht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Wir haben hier in diesem Fall so viele unterschiedliche Projekte, dass ich sagen würde, dass wir jedenfalls jedes Projekt mal erstmal 5 Minuten besprechen. Ich versuche das ein bisschen zu steuern, dass wir dann wirklich nach 5 Minuten weitergehen, vielleicht nachher nochmal die Zusammenschau haben, weil ich fürchte, sonst sind wir nachher, wenn wir die anderen Projekte gehört haben, davon vollkommen entfernt. Ich sehe jetzt im Moment nice Visuals, ich sehe, die Webseite ist gepostet worden, der kleine Film ist auch bei uns, den hatten Sie auch gepostet, den kann man also, den Link findet man bei uns unter Filme auf der Webseite. Ich habe jetzt mal die Frage an Sie, wie finanzieren Sie das eigentlich? Also machen Sie das alles ehrenamtlich oder? Wir machen das alles ehrenamtlich, ja, das ist das Einzige, wonach wir noch auf der Suche nach Unterstützung sind, das ist einfach Leidenschaft. Ja. Aber für die Beantwortung der Fragen wäre es eventuell möglich, dass Sie die Frau Höllriegel und den Herrn Resnitschek zuschalten, ja, und Wort einfach mal an den Herrn Resnitschek und den Herrn Büchner weitergeben. Gut. Dann kommen wir alle kurz zu Wort. Ja. Hallo. Hallo. Zu welcher Frage ist das? Es ging um die Frage, wie Sie es finanzieren. Und ich hätte auch gleich noch eine Zusatzfrage. Also es ist ja für die katholische Kirche eigentlich ein geweihter Raum. Also ich glaube, in Deutschland hätten Sie Schwierigkeiten. Gab es dort so etwas zu machen in einem Kirchenraum? Wie sieht das? Was sind da Ihre Erfahrungen? Es gibt natürlich Regeln. Also ich würde mal sagen, das erste Festival war wahrscheinlich, also 2018 war das Schwierigste, weil wir mal überhaupt die Grenzen austesten haben müssen, was möglich ist. Im Gespräch mit der Kirche sind wir, haben wir Grenzen mal abstecken müssen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Es ist kein Alkohol oder keine Getränke. Mhm.
Es gibt Ordner, die darauf schauen, dass eben nicht geraucht wird und sonstige Sachen, dass die Kunst und die Figuren, die da drin, also das ganze Sakrale auch nicht irgendwie beschmutzt oder angegriffen werden kann. Mhm. Aber sonst waren die eigentlich auch relativ offen. Also der Punkt des Respekts war uns immer sehr groß. Also wir haben unsere Besucher und Besucherinnen, glaube ich, auch sehr damit penetriert, dass sie auf jedem Schild, an jeder Ecke, an jeder Eingangstür ganz groß mit dem Begriff Respekt konfrontiert wurden. Dieser Ort ist für viele Menschen ein Heiliger und wir bitten, das zu respektieren, was sowohl den Konsum von Alkohol angeht im Innenraum, als eben auch der Umgang mit dem Gebäude. Aber wir hatten, glaube ich, das Glück, dass in einerseits diesem kirchlichen Kontext diese Jugendkirche, der Grüne Anker, uns doch schon einen Boden bereitet hat, die selbst schon durch Theaterspielen, durch kleinere mal Auflegereien, dass da ein DJ mal Musik macht, die loten da selbst schon aus, in einem ganz anderen Größenverhältnis, als wir das natürlich getan haben, aber da sind wir schon ein bisschen in ein gemachtes Nest gefallen. Ja. Ja, genau. Also Notka Wietzel hat gefragt, schöne Leidenschaft, wo liegt der Mehrwert von Kirchenräumen für ihre erweiterten Nutzungen? Für mich persönlich, ich kann sagen, dass ich persönlich kein sehr religiöser Mensch bin, aber ich in diesen Festivaltagen sehr, sehr erleuchtende und sakrale Momente erlebt habe. Also irgendwie arbeitet man halt doch mit diesem Raum und mit dem Gefühl von was Größerem. Es ist schwierig zu erklären. Ich habe darin sehr, sehr, sehr schöne Momente erlebt. Mhm. Ja. Mhm. Es ist wirklich, also wir zwei, darf man vielleicht noch sagen, wir treten dort regelmäßig oder jährlich als DJ-Team auf und wir spielen Techno-Musik. Und für uns hat diese Musik tatsächlich auch etwas Sakrales auf eine Art oder was Erhebendes. Und es geht ja immer um die Meditation und das Tanzen, das Auflegen hat durchaus auch für uns was Meditatives und was Spirituelles. Und irgendwie beißt es sich in der Vorstellung, dass man heute Abend in einer Kirche Technomusik spielt für tanzende Menschen. Und auf der anderen Seite ist es sich auf eine verrückte Art und Weise ganz nah. So, es ist verwandt miteinander. Ja. Ja, und ich glaube, es ist, also wenn ich da kurz anschließen darf, das ist ja dieses eben auch als nicht religiöser Mensch, man kennt diesen Moment, dass man in einer Kirche oder in ein heiliges Gebäude eintritt und der Raum wirkt, ganz egal, ob man daran glaubt oder nicht. Und das ist, glaube ich, das, was für uns so spannend daran ist. Plus natürlich, wie ich zu Beginn auch schon angesprochen habe, so die Suche nach neuen Orten. Und es gibt wenig Orte, wo Kultur möglich ist. Und die Kirche hat unglaublich viel Raum und relativ wenig Nutzen dafür, sagen wir mal so. Mhm. Und ich glaube, das ist das Spannende und wo in der Zukunft auch das Potenzial liegen kann, dass man eine Mehrfachnutzung schafft. Ja. Also ich will jetzt nur noch, das ist jetzt keine Frage mehr, nur noch ein letzter Auszug aus dem Chat. Kirche in Trance, Ausrufezeichen. Trance ist urreligiös. Genau. Glauben Sie, dass so kirchenfremden Menschen Berührungsängste genommen werden? Das ist ganz offensichtlich ein Beispiel dafür. Herzlichen Dank. Vielleicht können wir das nachher noch in dem zusammenfassenden Gespräch weiterführen. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir jetzt weitermachen. Das nächste Projekt, da geht es auch um mehrere Kirchen. Das ist Frau Ruth Istvan. Die stellt die Stiftung Kirchenburgen in Sibiu-Hermannstadt, Rumänien vor. Bitte sehr. Ja, hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die tolle Präsentation. Eben sehr, sehr, sehr schön. Also ganz spannend, was es alles so gibt und wir im Rahmen dieser Konferenz kennenlernen dürfen. Ich gebe jetzt mal kurz hier meinen Bildschirm auch frei für meine Präsentation. Ich hoffe, ich bin gut hörbar. Wenn Sie mal kurz nicken, perfekt, super. Genau, und mache mit Ihnen jetzt eine kleine
Exkursion sowie nach Osteuropa. Und zwar fliegen wir jetzt mal virtuell hier nach Rumänien, nach Hermannstadt Sibiu. Hier auf diesem Bild ist eine unserer vielen Kirchenburgen zu sehen. Und zwar ist es die Kirchenburg in Holzmingen, einem schönen Dorf, nicht weit hier von Sibiu gelegen. Und ich stelle jetzt in meiner Präsentation kurz die Arbeit der Stiftung Kirchenburgen vor, für die ich arbeite, und möchte auch ein derzeit laufendes Adaptive Reuse-Projekt, also Nutzungserweiterungsprojekt, vorstellen, an dem wir arbeiten. Ganz kurz, damit wir uns ein bisschen so geografisch orientieren, habe ich eine Karte mal hier oder mehrere vielmehr zusammengelegt. Und zwar links oben sieht man die Position Rumäniens in Europa. Für diejenigen, die es jetzt nicht so auf dem Schirm hatten, gleich von vornherein. Rechts oben sieht man dann die Rumänienkarte topografisch mit dem Karpatenraum, also diese Gebirgskette, die man da sieht, das sind die Karpaten. Und innerhalb dieses Bereiches, in diesem Becken, so wie, liegt Siebenbürgen. Und wenn wir die Topografie jetzt mal rausnehmen, links unten sieht man dann die vielen kleinen Dörfer, die herangezoomt dann rechts unten die vielen Dörfer mit evangelischen Kirchenburgen sind. Die Kirchenburgen sind sind alte Gebäude, mittelalterliche Gebäude, die eigentlich aus einer Wanderbewegung von diesem Bereich hier in Westeuropa zwischen Deutschland, Luxemburg und Belgien nach Rumänien entstanden sind, von einer deutschen Minderheit, die innerhalb von vielen Jahrhunderten diese Kirchenburgen gebaut haben. Die Kirchenburgen sehen zum Teil so aus. Wir haben sehr viele davon in dieser kleinen, relativ kleinen Region in Rumänien. Und zwar haben wir über 160 wirklich befestigte Kirchenburgen, die wenigstens zum Teil noch ihre Wehranlagen haben. Und zusätzlich auch noch über 100 Dorfkirchen, die teilweise eben keine Ringmauern oder Wehrelemente mehr haben. Und von denen sind auch über die Hälfte mittelalterliche Kirchen. Hier sind einfach so ein paar Ansichten. Aus der Vogelperspektive sieht man das dann doch immer viel schöner, als wenn man, um so ein bisschen den Gesamteindruck zu bekommen. Also wie man auf dem linken oberen Bild sieht, ist da in der Mitte dieser drei Dorfanger ist diese Kirchenburg gelegen. Das ist sogar eine, die unter UNESCO-Schutz steht, also UNESCO-Weltkulturerbe-Stätte ist. Rechts oben auch, das ist die Kirchenburg von Birthelm. Da sieht man eine sehr ausgebaute Kirchenburg mit drei Wehrringmauern. Also ein sehr ausgeklügeltes Wehrsystem, das dahinter steckt. Und von einer solchen pompösen und mächtigen Größe geht es aber auch in den Dörfern dann zum Teil in viel kleinere Wehranlagen, so wie man unten in der Mitte vielleicht sieht, mit einer einfachen Ringmauer, mit ein paar Wehrtürmen und das Ganze oft in einer sehr ländlichen Region angesiedelt. Also das ist unter anderem auch die Herausforderung, die wir haben, wenn es um Überlegungen für Nutzungsmöglichkeiten geht. Die Stiftung Kirchenburgen beschäftigt sich mit allen möglichen Dingen, insbesondere natürlich zunächst mal mit dem Erhalt dieser Kirchenburgen, die aufgrund der Auswanderung derjenigen, die sie erbaut haben vor vielen hundert Jahren und genutzt haben bis vor etwa 30 Jahren, nämlich der deutschen Minderheit hier in Siebenbürgen, die nach Ende des Kommunismus ausgewandert ist, die Gebäude einfach keine Nutzung mehr haben in den Dörfern und so sind sie vom Verfall bedroht. Und ganz wichtig auch ist eine Monitorisierung dieser Kirchenburgen, weil man einfach niemanden mehr hat, der mal schaut, ob da ein Ziegel fehlt oder eine Mauer am Einstürzen ist und das an irgendeine zentrale Stelle meldet. Und da ist man dann eben auch beauftragt, damit dafür zu sorgen, dass da eine gewisse Transparenz irgendwie herrscht. Natürlich müssen wir mit Geldern arbeiten, also Fundraising ist ein Thema. Wir haben den Bereich des Expert Tourism, so nennen wir das, das ist auf Deutsch Fachtourismus aufgetan.
Das heißt, wir laden Fachdisziplinen aus meistens Bildungsinstitutionen aus Europa ein, hier nach Siebenbürgen zu kommen und die sich fachlich mit der Substanz der Kirchenburgen beschäftigen, hier an der Quelle sowie damit zu befassen und profitieren natürlich einerseits von der Expertise dieser Leute und Interessierten und andererseits haben sie die Möglichkeit, in diese wundervoll schöne Region zu kommen. Im Bildungsbereich sind wir natürlich auch tätig, versuchen, so wie die nächste Generation, dafür aufmerksam zu machen. Dadurch, dass wir hier so eine Dichte und Vielfalt an Kirchenburgen in der Region haben, ist es auch schön, dass man kleine Exkursionen mit Schulklassen machen kann, einfach um zu vermitteln, dass es ein großer Reichtum ist, den Sie hier vorfinden, in Ihrer eigenen Umgebung. Public Relations, also PR und alles, was dazugehört, spielt natürlich auch eine große Rolle und alles läuft über Projekte, also kann man sich vorstellen, dass wir von einem Projekt zum nächsten uns arbeiten. Vor etwa anderthalb Jahren hatten wir das große Glück, dass wir eine tolle Förderung bekommen haben, die unter anderem auch das Thema Nutzungserweiterung beinhaltet hat. Und so haben wir uns dann mit unseren vielen Ideen und voller Inspiration an das Thema herangemacht und haben ein Programm gestartet, das jetzt tatsächlich schon so wie die nächsten Schritte erreicht hat. Und zwar haben wir uns inspirieren lassen von dem britischen Modell des Champings, von dem wir heute Vormittag schon gehört haben. Und haben gedacht, es ist doch eine tolle Gelegenheit, in diesen ländlichen Bereichen für Reisende eine Übernachtungsmöglichkeiten in unseren Kirchen anzubieten. Wir haben das Glück, dass wir gar nicht auf den sakralen Raum, also die Kirche in der Mitte selbst, die öffnen müssen für ein solches Vorhaben, sondern wir haben ganz viele Nebengebäude. Wie man hier rechts ganz schön sieht an dieser arealen Aufnahme. Also wir haben neben der Kirche selbst Türme, Pfarrhäuser, oft auch noch ein Burghüterhaus oder ähnliches. Diese können wir auch nutzen. So haben wir drei verschiedene Objekte jetzt ausgesucht, die jetzt schon in einer Machbarkeitsstudie aufgenommen worden sind in das Ganze. Hier jetzt einfach so ein paar Eindrücke. Hier ist das erste Dorf. Man sieht hier unten, ich hoffe, man sieht meine Maus. Hier ist der Turm, den wir ausbauen möchten für eine Übernachtungsmöglichkeit. Hier ist er gelegen, so im schönen, hier ist eine Ringmauer, die durch die Bäume jetzt da verdeckt ist. Das zweite Objekt ist hier, ist auch sehr ländlich gelegen. Hier gibt es ganz viele Räume, die sich anbieten für das Übernachten. Da müssen wir uns noch entscheiden, wie wir da vorgehen. Und als drittes haben wir hier eine Kirchenburg, die ich besonders schön finde auch. Hier haben wir einen Turm, der ein katholischer Turm war für die Dorfbevölkerung, die sich nicht sofort dem Protestantismus gewidmet hat und noch katholisch bleiben wollte. Gab es in der Ringmauer noch einen Turm, der als katholische Messeort noch genutzt wurde. Und so haben wir einen solchen Raum, den wir im Rahmen dieses Umnutzungs- oder Nutzungserweiterungsprojekts ausbauen können zu einem Wohnraum, der sicherlich, wenn er dann mal steht, ganz romantisch und schön wird. Damit schließe ich ab. Ich hoffe, Sie verfolgen uns auf sämtlichen Kanälen und kommen uns vor allem auch mal besuchen nach Siebenbürgen. Das würde mich ganz besonders freuen. Kontakt können Sie mit uns aufnehmen über unsere Website und natürlich auch im Rahmen jetzt hier der Tagung, für die ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte. Wirklich sehr spannend und informativ und für uns auch ganz viel Inspiration und Bereicherung. Also besten Dank dafür. Dankeschön. kommen die Fragen hier. Wie stark werden die Kirchen noch für Gottesdienste von Gemeinden genutzt, war die Frage. Und ich hätte auch gleich noch die Frage, gab es denn Interesse von den rumänischen Kirchen, da reinzugehen? Also
Sie sagten, es wären deutsche Kirchen. Die Deutschen sind ausgewandert, offenbar nach der Wende. Ja, also zunächst mal, vielleicht fange ich damit an, vielleicht, weil das chronologisch dann besser passt. Also die Kirchenburgen sind in diesem südsiebenbürgischen Bereich, den ich gezeigt habe. Und dann gibt es noch so ein kleines Cluster oben, das ist Nordsiebenbürgen. Dort gibt es tatsächlich das Phänomen, dass viele der evangelischen Kirchen an die orthodoxe Mehrheitsbevölkerung übergeben worden sind. Das liegt aber auch an einer etwas anderen Geschichte, die schon nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat, wo dann ausgewandert wurde zum großen Teil und da einfach das Bewusstsein schon, ich würde mal sagen, einen 40-50-jährigen Vorsprung hat in dieser Frage. Hier in Südsiebenbürgen ist es so, dass es kein Beispiel einer Kirche gibt, die der orthodoxen Kirche, zumindest der Mehrheitskirche, übergeben wurde. Das liegt aber auch daran, dass es sehr, sehr viele orthodoxen Kirchen gibt. Also es gibt gar keinen Bedarf der Konfession an zusätzlichen Gebäuden, obwohl Rumänien ein doch sehr gläubiges Land ist, sagen wir mal. Also es gibt auch Kirchgang und dergleichen, also doch ein sehr religiöses Land. Aber die Kirchengebäude für die eigene Konfession, die gibt es eben auch. Und unsere evangelischen Kirchen, die sind ja also nach dieser großen Auswanderungswelle 1990, Anfang der 90er Jahre, wurde es immer weniger mit den Nutzern, mit den Gottesdienstbesuchern. Wir haben natürlich in den urbanen Gebieten immer noch Gottesdienst und auch Jugendarbeit und diakonische Arbeit und dergleichen von Kirchenseite aus und von seelsorgerlicher Seite aus. Aber je mehr man aufs Land rausfährt, desto weniger wird das eben mit den Gottesdienstbesuchern. Und so gibt es mittlerweile das System der Gemeindeverbände, wo dann mehrere Dörfer sich zusammengeschlossen haben und der Pfarrer fährt dann mit ein bisschen durch die Dörfer und sammelt die wenigen Leute ein, die da teilnehmen möchten. Und dann trifft man sich abwechselnd in einer dieser Dorfkirchen. Das war im Rahmen unserer Überlegungen zur Nutzungserweiterung auch ein Thema, dass man diese Kirchenräume auch noch offen lassen muss für eventuelle Gottesdienstnutzung. Auch der ausgewanderten Siebenbürger Sachsen, so heißen diese, heißt diese deutsche Minderheit, die eine sehr enge Verbindung, obwohl sie im Ausland leben, noch zu den Gebäuden haben. Also, und die auch gerne. Wir haben nur eine Stunde. Es tut mir leid. Es ist ein ganzes Universum, was sich auftut. Jetzt gehen auch hier die Fragen los. Ich muss das an dieser Stelle abschneiden, weil wir sonst nicht genug Zeit für die anderen Arbeiten haben. Tut mir sehr leid. Sie haben das sehr, sehr anschaulich erläutert und vielleicht gibt es nachher noch eine Gelegenheit, wo wir das vertiefen können. So, ich würde am liebsten jetzt gerne schon Lorna Manjana Langner und Christina Marililje aufrufen. Und zwar, weil sie ja über Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet haben. Vermutlich auch viele protestantische Kirchen. Eine von Ihnen beiden, hatte ich gelesen, ist Pfarrerstochter und die andere kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Nicht? So sind die beiden verschiedenen Berührungspunkte gewesen. Und Ihre Arbeit ist also gestern in einem anderen Chat schon angekündigt worden, dass sie auf einige Fragen Antworten gibt, die gestern bei der Posterpräsentation aufkamen. Also wir sind sehr gespannt. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann teile ich mal meinen Bildschirm. So, können den alle sehen? Ja. Ja, also hallo. Meine Kollegin Christina Lilie und ich, Manjana Langner, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, heute hier sein zu dürfen und dass wir die Chance haben, unsere Diplomarbeit über die Umnutzung von Kirchen im ländlichen Raum am Beispiel der Gemeinde Wanska in Mecklenburg-Vorpommern vorstellen zu dürfen. Diese haben wir dieses Jahr im Januar an der Technischen Universität Wien unter der Leitung von Professor Notka Wietzel abgegeben. Und
Ja, das Erste, was wir meistens sehen, wenn wir uns einem Dorf nähern, ist eben häufig eine Kirchturmspitze. Und so funktionieren diese Kirchen seit Jahrhunderten als orientierengebende Landmarken und sind eben Zeitzeugen der Ortsgeschichte. Und heute sind sie eben oftmals die letzten öffentlichen Gebäude in diesen Dorfstrukturen. Die Realität zeigt jedoch, dass eben viele Gemeinden, so auch die Gemeinde Wanska in Mecklenburg-Vorpommern, vor der Herausforderung stehen, dass eben diese Kirchen nicht mehr instand gehalten werden können. Und das Ziel unserer Arbeit war es eben dabei, die, also in der Umnutzung eigentlich eine Chance zu sehen, dass man sozusagen eine Entwicklung aufzuzeigen für den ländlichen Raum und eben gleichzeitig die denkmalgeschützten Kirchen zu erhalten. Ja, das Thema der Umnutzung von Kirchen wurde in der Vergangenheit oftmals anhand von Einzelprojekten betrachtet und umgesetzt. Und die vorliegende Arbeit verfolgt dabei eben ganz bewusst einen anderen Ansatz und richtet ihren Blick auf die gesamte Kirchengemeinde mit den hier abgebildeten 26 Dorfkirchen. Die Gemeinde Wanska erstreckt sich über eine Fläche von 486 Quadratkilometern und ist damit ungefähr so groß wie die Stadt Wien. Und wie diese Karte hier eben eindrücklich illustriert, ist die Region von weiten Wäldern, Gewässern und der Landwirtschaft geprägt und gerade mal 2,7% der Fläche ist besiedelt und damit gehört sie eben auch zu den dünnst besiedelten Regionen Deutschlands. Die großflächige Region steht eben dabei insbesondere vor den Herausforderungen des demografischen und des sozialen Wandels. Die Bevölkerungszahlen gehen zurück, der Altersdurchschnitt steigt und vor allem junge Menschen wandern eben ab. Und inmitten dieser Region befinden sich die hier abgebildeten 26 Kirchen. Ihre Baugeschichte beginnt eigentlich mit Ende des 13. Jahrhunderts und endet mit Mitte des 20. Jahrhunderts. Und so zeigt die Kirchengemeinde in Mecklenburg eben eine große Vielfalt auf. Ja, durch rückläufige Mitgliederzahlen, fehlende Finanzierung und ausbleibende regelmäßige Nutzung der 26 Gebäude, für die eben gerade mal zwei Pfarrstellen zuständig sind, zeigen eben, dass diese evangelische Gemeinde eben auch vor der Problematik der zu vielen Kirchen eigentlich der besonders ausgeliefert ist. Und wir haben uns eben in unserer Arbeit die Frage gestellt, können diese Kirchen als seit Jahrhunderten etablierte Gebäude wieder als wichtige Knotenpunkte zwischen Kultur, Gesellschaft und Kirche fungieren und so die individuellen ländlichen Dorfstrukturen innerhalb der Gemeinde zukünftig stärken und miteinander verknüpfen. Und wie wir in vielen Vorträgen auch bereits gehört haben, kann man sich dieser Frage eigentlich von ganz vielen verschiedenen Seiten nähern. Und wir haben den Ansatz versucht zu verfolgen, dass wir alle wichtigen Meinungen in unsere Arbeit mit einbinden. Deswegen ist ein Teil der Arbeit ein theoretischer wissenschaftlicher Teil, der sich mit den grundlegenden Meinungen von Kirche wie auch der Denkmalpflege auseinandersetzt. Und zum anderen haben wir aber auch mit den Pfarrern der Kirchengemeinde gesprochen und darüber hinaus auch 20 Interviews mit den Dorfbewohnern geführt, um zu schauen, wie die denn dazu stehen. Und am Ende haben wir dann versucht, alle diese Meinungen zu strukturieren und zu bündeln und haben dann für die folgenden Entwürfe Leitlinien aufgestellt. Und hier würden wir eigentlich ganz gerne direkt mal auf die Plattform hinweisen, wo man sich auch die ganze Arbeit in Ruhe nochmal anschauen kann. Im nächsten Schritt haben wir dann auf Grundlage dieser Leitsätze ein übergreifendes Nutzungskonzept für alle 26 Dorfkirchen entwickelt und versucht, unterschiedliche möglichen Nutzungen aufzuzeigen. Und die hier rot markierten Kirchengebäude sollen als zentrale Kirchen-Gottesdienststandorte erhalten bleiben. Und die rot umrandeten sollen durch eine Nutzungserweiterung gestärkt werden. Und die restlichen Kirchen erhalten eine gänzliche Umnutzung, wobei aber wirklich alle Kirchen weiterhin im Besitz der Kirche bleiben sollen. Und abschließend haben wir dann die rot umrandeten Skizzen hier, sind die zwei Kirchen, für die wir dann einen ausführlichen Entwurf noch ausgearbeitet haben. Und so entsteht dann am Ende unsere Arbeit zum einen in der neugotischen Kirche aus dem Jahre 1912 in Goldenbaum ein Seniorentreff für den sehr großen Anteil der älteren Bevölkerung im ländlichen Raum. Der sitzt dann zentral im Kirchengebäude und entlang der Kirchenmauer entsteht dann noch ein altersgerechtes Wohnen und somit sollen die alten Leute wieder ganz bewusst in die Mitte des Dorfes gesetzt werden. Und zum anderen
entsteht in einer der ältesten Kirchen, der Feldsteinkirche aus dem 14. Jahrhundert in Möllenbeck. Eine Nutzungserweiterung mit einem Jugendtheater, das geringe Kultur- und Freizeitangebot in der Region mehr stärken soll und auch die Bildung und den Austausch von jungen Leuten wieder ganz bewusst fördern soll. Und dazu entsteht auch entlang der Kirchenmauer ein funktionaler Neubau und auch das Kirchengrundstück wird zum Teil des Bühnenbildes. Und auch diese Entwürfe können dann auch nochmal auf der Plattform sich genauer angeschaut werden, wer mag. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt gucke ich, also ich selber hätte dazu diese Frage. Es ist ja interessant, Sie haben ja so ähnlich wie vorhin der eine junge Mann von der Gruppe Holy Hydra gesagt, es geht darum, dass die jungen Leute auch da bleiben. Also nach dem Motto, wenn wir es hier nicht so spannend finden, dann bauen wir das eben so aus, dass wir es spannend haben. So ungefähr hat er es ausgedrückt. Und das habe ich jetzt bei Ihnen eben auch mitschwingen hören. Glauben Sie, dass das eine Chance hat? Also wie gesagt, eine von Ihnen beiden kam ja aus der Ecke. Wie schätzen Sie das ein oder ist es mehr so ein Traum? Also glauben Sie, dass Sie da... So. Sie sind ja fertig mit Ihrem Vortrag. Ja. doch, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall eine Chance hat und auch eine Zukunft haben könnte, weil der Bedarf eigentlich da ist, auf jeden Fall. Und weil es eben dort beispielsweise 3 Schulstandorte gibt, die eben aber durch diese entzerrte Siedlungsstruktur eben sehr weit voneinander entfernt sind und die Kirche zum Beispiel in Möllenbeck liegt eben eigentlich relativ zentral und könnte eben sozusagen eine Chance sein, dass diese Schulorte irgendwie auch so einen zentralen Austauschpunkt haben und also deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass es eine Chance haben könnte und zumal auch in der Vergangenheit eben etliche Einrichtungen eigentlich für junge Menschen zunehmend geschlossen wurden. Mhm. Also ich finde jetzt hier im Chat so Hinweise wie tolle Projektidee oder entlang der Kirchenmauer widerspiegelt die direkte Umgebung für das Konzept eine wesentliche Rolle. Und ich finde dann aber, das ist ja mehr ein Kommentar. Und jetzt hätte ich aber auch, würde ich gerne diese Frage noch weitergeben. Wie finanziert eine so winzige Gemeinde den Unterhalt von 26 Kirchen? Also auch, was machen Sie mit diesen Gebäuden, die keine roten Punkte waren? Also was man vielleicht noch einmal allgemein sagen kann, was wirklich ein Phänomen im ländlichen Raum ist, dass auch die Dorfbewohnerinnen durch Förderprogramme ganz doll an ihre Kirchengebäude, dass sie damit groß gewachsen sind. Also der emotionelle Wert der Kirchengebäude ist, glaube ich, da nochmal ein ganz anderer als in der Stadt. Und es gibt unglaublich viele Fördervereine in Mecklenburg für diese Dorfkirchen. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Dann auch, dass es vielleicht weiter, also dass Kirchenarbeit auch vielleicht in diakonische Werke mehr übergegeben werden kann. Also auch soziale Vereine, die vielleicht genau eben in diesen Strukturen gerne einen Standort haben wollen, dass man das auch miteinander verbinden kann. Ich gucke gerade hier noch. Also allgemeine Begeisterung über Ihre Präsentation. Ich würde jetzt sagen, wir lassen es jetzt auch mal so stehen, damit wir nicht am Ende in die Bredouille kommen. Und ich würde jetzt gerne den Herrn Stefan Meißner mit Ingrid Müller bitten, über eine einzelne Kirche zu berichten, nämlich die Deutsch-Evangelisch-Lutherische Kirche in Lettland, Riga. Herr Meißner. Ja, vielen Dank. Ich muss Sie auch gleich etwas korrigieren. Wir möchten nicht über die Kirche als Struktur berichten, sondern über ein Kirchengebäude, ein einzelnes. Ja. Und zwar geht es dabei um die St. Petri-Kirche in Riga, Riga in Lettland als alte Hansestadt. Das ist eine Sache, die uns seit vielen Jahren bewegt. Es gibt da durchaus auch gewisse Parallelen zu dem, was wir gerade über Siebenbürgen hören konnten.
dass es auch eine sehr große deutsche Minderheit gegeben hat in Riga, in Lettland, die durch die Brüche des letzten Jahrhundertes dann zu einem Großteil das Land verlassen hat. Vielleicht ganz kurz vor allem, Sie hatten gesagt, wir sollten uns vorstellen, also Frau Müller und ich sind beide Mitglieder des Leitungsgremiums der Kirche in Lettland, der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Und ich bin in gewisser Weise vielleicht etwas despektierlich, als auch zu nennen, einer der geistigen Brandstifter für die Thematik Petrikirche in Riga, der sich seit mehreren Jahrzehnten damit beschäftigt. Vielleicht könnten wir gerne das zweite Slide haben. Die Petrikirche in Riga, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen vielleicht schon mal in Lettland waren, ist ein Bauwerk, das erstmalig 1209 erwähnt wurde, ist ein typisches Beispiel für Backsteingotik im Ostseeraum mit einem besonders eindrucksvollen Kirchturm, der der höchste Kirchturm des Baltikums ist nach wie vor und der sehr dominierend die gesamte Riga Altstadt vor sich und um sich herum gruppiert. Die Petrikirche war sehr zeitig, bereits im Jahre 1522, als die Reformationskirche im damaligen Livland und ist auch davon ausgehend die Ankerkirche der Reformation für das gesamte Baltikum. Die deutsche St. Petri-Gemeinde hat eigentlich eine direkt in die Reformationszeit zurückgehende Geschichte, die bis in das Jahr 1939 ohne Unterbrechung darstellbar ist. Im Jahre 1939 ist es so gewesen, dass man durch den Hitler-Stalin-Pakt beschlossen hatte, dass man die Deutschbalten umsiedeln möchte aus dem Baltikum in den Wartegau. Dem ist auch ein Großteil der Gemeindeglieder als diktierte Option gefolgt. Die Kirche stand dann für einige Monate leer, weil es keine Nachfolgergemeinde gab. Kriegsbedingt kam es dann zu Zerstörung an der Petrikirche. Vielleicht das nächste Slide, bitte. Was daraufhin folgte, war dann auch mit der Okkupation durch die Sowjetunion der Wiederaufbau der Kirche als Architektur- und Propagandamuseum ohne jeglichen Sakralbezug. Man muss das in dem politischen Kontext so verstehen, dass in der Sowjetunion die Kombination Christ und Faschist eigentlich die schlechtestmögliche Variante war, die man haben konnte. Und es ist eigentlich ein großes Verdienst der im Lande Verbliebenen, auch der Gemeindeglieder, die damals nicht mit umgesiedelt sind. Sonst würde die einfach im Hintergrund chillen. Das ist ganz geil. Dass die Kirche eigentlich überhaupt als Kirche erhalten blieb, da man mit dem sowjetischen Okkupationsregime eigentlich die Auffassung ins Land tragen wollte, dass man diese Beispiele mit einem Bulldozer oder mit einer Sprengladung beseitigen sollte. Man hat dann dort aus heutiger Sicht mit einem nicht wirklich nachvollziehbaren Konzept versucht, diese Kirche zu nutzen. Der einzig erfolgreiche Teil, den man in diesem Konzept hatte, war der Aufzug, den man in den Kirchturm eingebaut hat. Es führte dann zu einer starken touristischen Nutzung der Kirche, weil es halt die beste Aussicht über die Altstadt ist, die man in Riga finden kann. Alles andere dümpelte vor sich hin, hatte nicht wirklich eine Konzeption, wenn man es so nennen kann. Es gab dann zeitweilig mal eine Häkelausstellung oder mal was anderes mit Topflappen, was man so als Volkskunst dort in der Sowjetunion wahrgenommen hat. Das änderte sich dann. Ich muss auch dazu sagen, dass die Sowjetunion sich auch in dieser Zeit der Okkupation nie die Mühe gemacht hat, die eigentumsrechtliche Situation der Petrikirche zu ändern. Die deutsche Petri-Gemeinde blieb im Grundbuch. Man hat einfach in der Sowjetunion Grundbücher nicht mehr benutzt, weil man der Meinung war, es gibt kein Privateigentum mehr und dann braucht man auch keine Grundbücher. Mit der Wende, die dann 1990/91 vor sich kam, stellte sich dann die Frage, wie es weitergehen soll. Und da stellten wir dann fest, dass dieses ehemalige Propaganda- und Architekturmuseum sich doch sehr stark dort in der Kirche etabliert hatte und sich auch nicht trennen wollte.
Und wir erlebten dann dort diese Wandlung dieses Propagandamuseums zu einem postsowjetischen Museumsverein im Bereich der Stadtverwaltung Riga, die auch noch sehr postsowjetisch geprägt war. Vielleicht das nächste Slide, bitte. Was dann im Prinzip erfolgte, war ein stetiger Kampf und Reibung zwischen der Gemeinde und diesem Museumsverein, weil es nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Lettlands für die Gemeindeglieder natürlich durchaus von Bedeutung war, eine Nutzung oder eine Nutzungsmöglichkeit zum Anfang in der Kirche wieder zu erlangen. Es ist dann auch mit viel Kraft und gegen sehr viel Widerstand dieses postsowjetischen Museumsvereines gelungen, eine Replik des alten Altares, der auch zerstört war, unter dem Aspekt des Denkmalschutzes dort wieder zu installieren. Die Museumsdirektorin war damals furchtbar entsetzt über diese Sache und zog laut schreiend durch ihren Ausstellungsraum, wie sie es nannte, und beschimpfte alle, die da beteiligt waren, dass man ihr den besten Teil des Ausstellungsraumes jetzt mit so einem Holzmonster wieder verschandelt. Gleichzeitig ist es so gewesen, dass in Lettland in der Gesellschaft aber auch eine Wahrnehmung und ein Bewusstsein sich gebildet hat, obwohl die Gesellschaft sehr atheistisch ist mittlerweile, dass dieses Nutzungskonzept, was man dort, was wir vielleicht als postsakral nennen könnten, nicht als das richtige Nutzungskonzept empfunden hat. Also es bildete sich dort diese Meinung in der Öffentlichkeit auch, dass eigentlich Kirche doch zumindest Kirche sein sollte oder ein Teil davon Kirche sein sollte. Also dieser Widerspruch zwischen diesem sowjetischen und postsowjetischen Nutzungskonzept und dem Gebäude als Kirche und der Wahrnehmung auch der Menschen, die vielleicht auch gar keinen kirchlichen Bezug haben, kam dort sehr klar hervor. Das führte dann dazu, dass im Jahre 2017 das Parlament in Riga sich damit befasst hat, dass man dann jetzt vielleicht doch die Eigentumsfrage der Petrikirche endgültig mal klären müsste, weil das ja nicht so ewig bleiben kann, dass die Kirche de facto eigentümerlos vor sich hin existiert. Und in diesem Zusammenhang ist es uns gelungen, dort einen Vorschlag einzubringen, der vorsieht, dass die Petrikirche wieder in das Eigentum der deutschen St. Petri-Gemeinde übergehen wird, die aber gleichzeitig eine Konzeption dort erarbeiten wird, die eine Kulturkirchenfunktion darstellt und damit eigentlich auch die Kirche für größere Teile der Gesellschaft öffnen soll. Es ist so, dass die Kirche in der Form dieses postsowjetischen Museums eine Einrichtung ist, in die sie ohne Eintritt nicht reinkommen. Also sie zahlen nicht nur für den Turm, sie zahlen auch für die Kirche. Ja. Zwei, drei Sätze. Ah ja, gut. Und das ist das, was wir jetzt gerade, das Gesetz sollte jetzt zeitnah fertiggestellt werden. Corona hat es etwas gestoppt und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Das heißt, das ist im Grunde genommen, Sie haben dort in dieser Kirche schon eine andere Nutzung. Wird die Kirche auch noch sakral genutzt? Nee, das ist so. Es gab zwischenzeitlich, nachdem wir den Altar dort wieder errichten konnten, die Replik, gab es kurzzeitig Bestrebungen, dass man eine gottesdienstliche Nutzung zulassen sollte. Die wurde uns in Aussicht gestellt. Die wurde dann aber von dieser, sage ich mal, postsowjetischen Museumsdirektorin sehr stark angegriffen, weil sie sagte, sie möchte keine Freakshow haben am Sonntag, die Touristen vertreibt. Und es ist so, dass wir gottesdienstlich die Kirche aktuell nicht nutzen können, nur zu einzelnen Veranstaltungen, zu besonderen Anlässen, mit viel Ärger teilweise vorher. Die Dame ist mittlerweile in Rente, sie ist etwas entspannter, aber eine sakrale Nutzung in der Form gibt es nur ab und zu. Vielen Dank. So, Sie haben im Grunde genommen jetzt die Gesprächszeit mitverwendet und ich würde jetzt gerne zu Frau Kaschub kommen, damit wir noch über Ihre Dissertation hören können. Frau Kaschub, Sie haben das Wort. Ja. Frau Kaschub, Sie sollten sich noch Mikro noch einschalten jetzt, oder? Ja, prima. Sehr gut.
Diese Kirche soll geschlossen werden. So hat es die Gemeindeleitung entschieden. Und nun? Nun müssen die Menschen Abschied nehmen von ihrer Kirche. Was hilft ihnen dabei? Was erschwert den Abschied? Ein letzter Gottesdienst soll gefeiert werden, ein sogenannter Entwidmungsgottesdienst. Dabei stellen sich viele Fragen in der Vorbereitung. Da fehlen vielen Pfarrerinnen und Pfarrern, Gott sei Dank, die alltäglichen Erfahrungen. Wie beten beim Abschied? Was predigen? Fragen über Fragen, auf die es in der bisherigen Forschung zu Kirchenumnutzungen noch keine Antworten zu finden gibt. Und damit sind die Leitfragen meines Dissertationsprojekts an der Uni Heidelberg benannt. Mein Name ist Annemarie Kaschup und ich bin diesen Fragen umfassend auf den Spur gegangen. Und zwar in mehreren methodischen Zugängen. Zum einen wurden die Dynamiken auf kirchentheoretische Weise untersucht, die mit der Kirchenschließung verbunden sind. Und zum anderen wurde eine qualitative empirische Studie durchgeführt. Dabei ging es um die Frage, wie werden Entwidmungsgottesdienste von den Menschen erlebt, deren Kirche geschlossen wird? Dazu wurden drei evangelische Gemeinden in einem mehrstufigen Verfahren untersucht. Erstens wurden die Entwidmungsgottesdienste von mir beobachtend mitgefeiert. Zweitens, wenige Wochen nach diesem Gottesdienst wurden möglichst viele Menschen in leitfadengestützten Interviews befragt. Interviewt wurden die Gemeindepfarrer, Kirchenvorstände, sonstige Gemeindeglieder und Anwohner und die Pfarrer, die als Vertreter der Landeskirche an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Auf diese Weise wurde die Perspektive von sehr vielen unterschiedlichen Menschen auf den einen Gottesdienst in die empirische Studie eingeholt. Zum Dritten, auch in den kirchlichen Verlautbarungen, wie zum Beispiel im Gemeindebrief, wurde vor und nach dem Entwidmungsgottesdienst berichtet. Diese Texte fanden ebenfalls Eingang in die empirische Studie. Analysiert wurden zudem die Predigten, die in den beobachteten Gottesdiensten gehalten wurden. Alle Texte, die Predigten, die Gemeindebriefe, die Transkripte der Interviews, sie wurden mit der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Zunächst wurden die Gemeinden als Einzelfall analysiert, dann miteinander verglichen. Folgende Aspekte konnten mit Hilfe der erhobenen Daten verglichen werden. Was hilft den Menschen beim Abschied?